So, da wären wir auch schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition und wir reden mal mit Minave. Ihr seid der Herold. Naja, zumindest der Mann, den alle Herold nennen. Erstaunlich, dass sie einen Magier als ihren Helden akzeptieren. Erst sind wir zu gefährlich, um uns aus den Zirkeln zu lassen. Dann sind wir abtrünnige Rebellen. Aber euch scheinen alle zu mögen. Mein Name ist Minave. Ich erforsche Dämonen und andere Kreaturen. Sucherin Pentagast nutzt meine Erkenntnisse, um den Soldaten zu helfen. Eine Magierin. Sehr schön, eine Kollegin. Ihr sagtet, ihr wärt eine Magierin? Nein, nur eine Schülerin. Ich stand ein Jahr vor meiner Läuterung, mindestens. Die Verzauberer meinten es gut mit mir. Ich war nie sonderlich gut in Sachen Magie. Ich hatte gerade genug Talent, um eine Gefahr für andere Leute zu sein. Als die Magier rebellierten, konnten Leute wie ich nirgends hin, weil uns die Templer getötet hätten. Glücklicherweise hat Sucherin Pentagast mich aufgenommen, mich und die Besänftigten, die ich beschützte. Ihr habt gesagt, Cassandra lässt euch Kreaturen erforschen? Ja, falls ihr auf euren Reisen also etwas Interessantes findet, würde ich mich freuen, wenn ihr es mir überlasst. Vielleicht entdecke ich so die ein oder andere Schwäche, die unsere Soldaten im Kampf mit verschiedenen Kreaturen nutzen können. Außerdem sind einige Materialien ausgesprochen nützlich, wenn es darum geht, die Inquisition mit Tränken und Ausrüstung zu versorgen. Wir befragen sie jetzt einfach nochmal so ein bisschen zu ihrer Vergangenheit. Sie hat nicht rebelliert? Es überrascht mich, dass sich eine Magieschülerin der Rebellion nicht angeschlossen hat. Ich setze im Kampf nur ungern Magie ein, zumal ich nicht sonderlich gut darin bin. Ich habe lieber studiert, habe Rituale durchgeführt, die uns halfen, die Geheimnisse des Schleiers zu enträtseln. Ich fand es gut, dass die Templer auf uns aufpassen. Ja, so denken nicht viele. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Templer auf uns aufpassen. Ihr wisst nicht, was ich durchlitten habe. Ich wurde eigentlich in einen Dalish-Clan hineingeboren. Dort blieb ich, bis ich meine Magie manifestierte. Die Dalish können nicht riskieren, zu viele Magier in einem Clan zu haben. Und ich war schlicht und ergreifend einer zu viel. Also schnürten sie ein Bündel für mich und setzten mich in den Wäldern aus. Ich war damals 7. Diese Monster! Nein, das ist ja schrecklich. Das tut mir leid. Einige Wochen später stolperte ich in ein Dorf, hungrig und frierend. Bis dahin hatte ich mir Raubtiere mit Zaubern vom Leib gehalten. Als die Dorfbewohner sahen, dass ich in meiner Hand Feuer machen konnte, bekamen sie es mit der Angst zu tun und wollten mich töten. Es waren Templer, die mich vor ihnen retteten. Sie gaben mir etwas zu essen und warme Kleider. Danach brachten sie mich zum Zirkel. Ich habe gesehen, wie das Leben ohne Templer ist, und es hat mir nicht gefallen. Ich will nur forschen. Ihr sagt, ihr hättet einige Besänftigte beschützt? Ja, die Magier haben einige von ihnen mitgenommen, als mein Zirkel rebellierte, aber alle anderen gerieten in Vergessenheit. Ihr wisst, was Zirkelmagier von den Besänftigten hielten. Sie waren nur dazu da, Gegenstände zu verzaubern und die Böden zu wischen. Sie haben keinerlei Gefühle. Sie können kaum auf sich selbst aufpassen, geschweige denn sich verteidigen. Es ist ein Jammer, aber ich mag sie mehr als die meisten anderen Leute. Ich bin froh, dass es jemanden gibt, der sich ihrer annimmt. Sie verdienen etwas Besseres. Sie sind ruhig, besonnen und sie werden niemals wütend. Wenn sie forschen, legen sie eine Konzentration an den Tag, die niemand sonst auch nur annähernd erreicht. Aber die Templer, selbst einige der Magier, haben sie malträtiert, nur weil sie es konnten. Die Besänftigten haben sich nie gewehrt. Wenn nicht deshalb, weiß ich es auch nicht. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Gut, okay, dann... Wir unterhalten uns später. Danke nochmal für alles, was ihr mir mitgebracht habt. Kein Problem, gerne. Wir machen uns wieder auf den Weg. Wir haben ja noch eine Menge zu tun. Ich will erstmal in den Ratsraum. Kriegsrat, Kriegsrat. Müsste jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Berichte vorliegen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja. So, dann gucken wir mal. Mit Verwenden der Trevelyans befassen. Meine liebe Lady Montelier, die öffentliche Verurteilung der Verwandten des Herolds, die versucht hatten, sich unseren Namen zunutze zu machen, hatte den freien Marschen hohe Wellen geschlagen. Lord Albrecht, ein entfernter Verwandter von Lord Trevelyan, war derart erbost, dass er in einen heftigen Streit mit einem eurer Soldaten geriet. In einer Taverne! Im anschließenden Chaos wurde Lord Albrecht, wie es heißt, von einem Kegel und einem wütenden Koch niedergestreckt. Das wird Albrecht so schnell nicht vergessen, aber seit dem Zwischenfall herrscht Ruhe. Mit besten Grüßen, Lady Battlefor.
Gut, dann haben wir das Problem erledigt. Der Terran von Haevon. Schwester Liliana, vielen Dank für eure freundlichen Worte. Ich verstehe, dass die Inquisition angesichts ihrer schweren Aufgaben keine Zeit verlieren darf. Aber es ist gut zu wissen, dass ihr in Gedanken bei uns und unserer geliebten göttlichen seid. Hochachtungsvoll, Terran Fergus Cousland. Ferelisches Hauptmanns Langschwert. Ich glaube, das Langschwert bekommt man auch, wenn man da jemand anderen hinschickt. Meine liebe Josephine, ich bin der Sache mit eurem Schreiberling nachgegangen. Das Buch ist übrigens wirklich lausig und wurde von allen Kritikern in Antiva verrissen. Der Verleger kennt die Identität des Autors nicht. Die Manuskripte werden von einer Botin geliefert. Diese konnte ich aufspüren. Sie erhält ihre Pakete von einem anderen Kurier aus Kirkwall. Viel Glück, Katharina Valesti. Und ein Amulett der Macht. Jo, jetzt könnten wir ein... Ach ja, jetzt haben wir auch genug Macht, um ein neues Gebiet freizuschalten. Zum Beispiel die Sturmküste. Diese neuen Gebiete sind immer durch diese Pyramide gekennzeichnet, aber... dafür möchte ich die Macht ehrlich gesagt noch nicht benutzen. Was haben wir denn hier noch für eine Mission? Herold, eure Inquisition sagt, die Stunde für Ordnung im Chaos, Vernunft in der Dunkelheit. Wenn ihr dazu... Achso, das, ich glaube, das hatte ich schon mal. Ach ja, genau, das war das hier. Das schicke ich Liliana los. Dann wollen wir doch die soll sich darum kümmern. Beziehungsweise einer ihrer Agenten. Ansonsten haben wir hier nichts. Haben wir hier auf der Orlais-Seite noch was? Ne, nur die Scherben untersuchen. Das möchte ich aber noch nicht machen. Dann haben wir jetzt Kallen und Josephine frei und die schicken wir jetzt mal Geld holen. So. Machen wir uns an die Arbeit? Los, Kallen, verdiene Geld für mich. So, das war's. Sehr schön. Die Bedrohung bleibt bestehen. Ja, ja, das war jetzt irgendwas. Für irgendwas anderes. So, Amulett der Macht, das kann ich gleich mal einsetzen. Das müsste das für Varric sein. Es gibt diese verschiedenen Amulette. Also von diesen Amulett der Macht gibt es viele verschiedene Varianten. Und das kann aber immer nur ein bestimmter Charakter benutzen. Das hier ist jetzt zum Beispiel ausschließlich für Varric. Können wir ihm anlegen. Ist nicht sichtbar. Ich dachte schon, das wäre irgendein Bug gewesen, als ich das erste Mal gemacht habe. Aber der Varric hat jetzt einen Fähigkeitspunkt mehr. Und den können wir auch gleich investieren. Und zwar... Nehmen wir das hier. Das kann nicht schaden, denke ich. Passt schon. Kontrollgerät? Wir rufen die Templer, genau wie alle anderen. Auch unten in Orsamar? Mein Freund, ich habe Orsamar nie gesehen. Allerdings. Farias Tod hat so viele Fragen aufgeworfen. Dachte er etwa, wir würden es nicht bemerken? Er hat Faria ermordet. Einen meiner besten Spione. Und er weiß, wo die anderen sind. Ihr wisst, was zu tun ist. Erledigt es sauber. Schmerzlos, wenn ihr könnt. Wir waren einst Freunde. Verhindern, dass Liliana den verräterischen Spion tötet. Liliana dazu ermutigen, den verräterischen Spion auszuschalten. Nichts sagen, nicht einmischen. Aber... Ach komm. Wartet. Was habt ihr vor? Er hat uns verraten. Er hat meinen Spion ermordet. Und ihr würdet ihn töten? Einfach so? Habt ihr an meiner Entscheidung etwas auszusetzen? Nur an dieser einen. Außerdem wäre sein Tod Verschwendung. Wenn er etwas weiß, können wir ihn brauchen. Macht ihn euch zunutze. Er ist eine Bedrohung. Wenn er entkommt, könnte er unseren Feinden Informationen zukommen lassen. Butlers Verrat bringt unsere Spione in Gefahr. Ich verurteile einen Mann, um Dutzende zu retten. Was ich tue, mag mir vielleicht nicht gefallen, aber es muss getan werden. In Zeiten wie diesen kann ich mir den Luxus von Idealen nicht leisten. Aber wenn wir unsere Ideale aufgeben, was bleibt dann noch?
Genau in solchen Zeiten brauchen wir Ideale. Euch scheint äußerst viel daran zu liegen. Nun gut. Ich überlege mir etwas anderes, wie wir mit diesem Mann verfahren. Nehmt Butler fest, aber sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Nun denn, ich hoffe, ihr seid glücklich. Auf mich wartet noch Arbeit. Entschuldigen, Frau Liliana. Hab ich Ihre Gefühle verletzt? Nee. Jo. Haben wir denn noch etwas zu erledigen? Wir haben die Notiz, glaube ich, noch nicht abgegeben, oder? Nee, haben wir nicht. Oh. Das machen wir gleich. So, zack, mit der Tür ins Haus. Hallo, Aiden. Flisser hat Ihr seid zurück. In einem Stück. Ja, und guck mal, ich habe eine Notiz. Ihr habt erwähnt, dass Meister Tajin vielleicht an etwas Besonderem arbeitet. Ich habe hier seine Notizen, falls euch die weiterhelfen. Ha, der alte Knacker stand kurz vor einem Durchbruch. Hat es aber nicht erkannt. Sagt einfach Bescheid, wenn ich euch irgendwas davon mischen soll. Lebt wohl. Sehr schön. Tränke zuweisen und auffüllen. Du kannst für jedes Gruppenmitglied Tränke ausrüsten oder auffüllen. Ziehe Tränke aus der Liste auf der linken Seite in die Felder in der rechten unteren Ecke, um sie dem derzeit ausgewählten Gruppenmitglied zuzuweisen. Bevor du Tränke verwenden kannst, musst du sie auch mal mehr... Aha, okay. Wir könnten jetzt also zum Beispiel einen Regenerationstrank nehmen und zum Auffüllen klicken. Aha, so. Machen wir mal so. Vielleicht ein andermal. So, können wir schon was aufwerten? Tränke aufwerten. Ja, weiß ich schon. Tränke, Heiltränke. Können wir sogar. Das kostet uns zwar sämtliche Elfenwurzel, aber dafür werden unsere Heiltränke auch stärker. Mache ich gleich mal. So. Alles andere haben wir noch nicht. Elixiere, Sprengfeuer haben wir noch nicht. Die Bresche zu schließen ist natürlich unser vordringliches Ziel. Doch ich hoffe, wir finden vielleicht auch das Instrument ihrer Erschaffung. Ein Artefakt von derart gewaltiger Macht ist gefährlich. Das hat die Vernichtung des Konklaves mehr als bewiesen. Danke, Leonard. Ihr denkt, es existiert noch? Denkt ihr nicht, dass das, was auch immer die Explosion verursacht hat, dabei zerstört wurde? Ihr habt doch auch überlebt, oder etwa nicht? Das Artefakt, das die Bresche erschaffen hat, ist anders als alles, was dieses Zeitalter je gesehen hat. Ich werde erst glauben, dass es zerstört ist, wenn ich seine Bruchstücke mit eigenen Augen sehe. Ja, das Ding, was das erschaffen hat, das würde ich auch zu gerne sehen. Ihr habt recht. Was auch immer die Bresche erschaffen hat, muss gefunden werden. Lilianas Leute haben das Gebiet in der Nähe der Explosion bereits abgesucht und nichts gefunden. Was auch immer dieses Artefakt war, es ist nicht mehr dort. Nun, wie dem auch sei, kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Erzählt mir vom Nichts. Was wisst ihr über das Nichts? Sehr viel. Von meinen Wanderschaften. Es gibt nur wenige harte Fakten, doch ich kann euch erzählen, was ich weiß. Ich wüsste gern mehr über die Bresche. Die Bresche ist, einfach gesagt, ein Riss im Schleier, der diese Welt vom Nichts trennt. Ein Riss, durch den Geister in die Welt gelangen können. Kleinere Risse treten auf, wenn Magie den Schleier schwächt oder sich Geister an Orten sammeln, an denen es viele Tote gegeben hat. Doch euer Mal gewährt euch eine gewisse Macht über die Bresche. Das heißt, sie wurde bewusst erschaffen. Ich wüsste gern mehr über den Schleier. Die Magier des Zirkels bezeichnen ihn als Barriere zwischen dieser Welt und dem Nichts. Meinen Studien der alten Elfenüberlieferungen zufolge ist das allerdings eine extreme Vereinfachung. Ohne ihn... Stellt euch vor, Geister könnten ihn frei durchschreiten, als wäre das Nichts kein Ort, den man aufsucht, sondern ein Naturzustand, wie der Wind. Das klingt erstmal seltsam. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Versucht es. Stellt euch vor, Geister wären keine Seltenheit, sondern Teil unserer natürlichen Welt, wie ein reißender Fluss,
Gewiss, arglose Kinder können darin ertrinken, aber er kann auch die Waren eines Händlers transportieren oder eine Mühle antreiben. Das ist es, was die Welt sein könnte, wenn es den Schleier nicht gäbe. Im Guten wie im Bösen. Ich würde gern mehr über Dämonen erfahren. Euer Zirkel sagt, Dämonen würden die natürliche Welt hassen und nur danach trachten, den Lebenden Chaos und Zerstörung zu bringen. Allerdings verkennen derart vereinfachende Thesen ihre Beweggründe und leisten damit allen Beteiligten einen Bärendienst. Geister wollen sich unter die Lebenden mischen. Ein Dämon ist sozusagen ein bedauerlicher Fehler. Gibt es einen Weg, nebeneinander zu bestehen? Mit ihnen zu leben, wenn schon nicht in Frieden, dann wenigstens ohne direkte Konfrontation? Nicht in der Welt, wie wir sie heute kennen. Der Schleier bildet eine Barriere, die wahres Verständnis äußerst unwahrscheinlich macht. Die Frage ist allerdings gut. Und es ist wichtig, dass ihr sie gestellt habt. Gut. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Bis dann, Solus. Wir sehen uns spätestens in den Hinterlanden gleich wieder. Ich habe jetzt hier eigentlich soweit alles erledigt, was ich erledigen wollte. Wir könnten jetzt nochmal... 16 Minuten sind auch schon wieder rum. Wir könnten jetzt nochmal... Der Himmel war voller Schweigen. Nee, können wir nicht. Ich habe gerade überlegt. Ob wir unseren Stab noch aufbessern können, aber... das ist ja ein DLC-Gegenstand, von daher... geht das nicht. Wir reisen jetzt wieder zurück in die Hinterlande und setzen dann da unseren Weg fort. Zu welchem Lager? Das war hier ja unser erstes. Im Prinzip könnten wir hier glatt wieder zurück, damit wir noch die Scham einsammeln. Ich glaube, das mache ich auch. Und los! Also, und Beric, Cassandra und Solus. Abmarsch!